Ja, hey Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diese Woche fand vom 10. bis zum 12.06. die E3, die Electronic Entertainment Expo 2014 statt. Und es wurden viele Spiele vorgestellt und unter anderem war dann auch 343 Industries dran mit ihrem Beitrag zu Halo. Also ihr hört es schon, die altbekannte Halo-Musik. Und zunächst wurde ein Halo 5 Trailer vorgestellt und ich habe mich dabei in einer deutschen Synchronisationsfassung versucht. Tut mir leid, wenn sie nicht ganz korrekt ist. Nichtsdestotrotz wollte ich euch das nicht vorenthalten. Zunächst sieht man den Master Chief auf einem Schiff mit einer Bombe im Schlepptau. Im späteren Verlauf des Trailers wird man sehen, dass es sich dabei eben um eine Bombe handelt. Und er tritt an eine Luke und schaut hinaus und sieht eine actiongeladene Handlung draußen vor sich gehen. Nun öffnet er diese Luke, um nach draußen zu treten und gleich wieder eine Stimme ertönen, die folgende Worte sagt. Um ihn zu finden, musst du die Geschichten vergessen. Vergiss die Legenden. Du musst mehr tun, als nur in seinen Fußstapfen zu treten. Um mehr zu erfahren, als die Summe seiner Taten. Ich sage dir dies. Nicht, weil ich dir vertraue, Agent Locke. Sondern weil unser aller Leben in Gefahr ist. Weil der Platz unserer Zukunft durch seine Vergangenheit bestimmt wird. Um unsere offenen Fragen zu beantworten, tritt nun eine Sprecherin von 343 Industries auf die Bühne, genau zu sein Bonnie Ross, und sie wird eine Rede für uns bezüglich Halo und dessen Zukunft halten, wenn sie dann endlich anfängt zu reden. Ja, so jetzt. Auf jeden Fall redet sie darüber, dass der Master Chief gegen Ende von Halo 4 eine emotionale Situation erlebt hat, und zwar verlor er ja Cortana und er stellte einfach alles in Frage zu dem Zeitpunkt, fragte sich, was er denn hier macht, wofür er denn eigentlich kämpft, und nun versucht er auf eine Reise in sich selbst zu gehen und nach der Wahrheit zu suchen, wobei er diese Reise nicht alleine beschreiten wird, sondern es wird einen weiteren Charakter geben, der ihn sozusagen auch noch überwacht. Ihr habt ihn gesehen in dem Halo 5 Trailer, der gerade eben abgespielt wurde. Dort war er eben kurz zu sehen. Und diese Zukunft, beziehungsweise der nächste Teil von Halo, wird nicht nur die Zukunft des Master Chiefs behandeln, sondern auch die Vergangenheit. Und um diese Vergangenheit eben realer wirken zu lassen, dachte sich 343 Folgendes, und zwar haben sie versucht, die gesamte Geschichte von Halo auf eine Konsole zu bringen, und zwar der Xbox One, indem sie einfach alle vier Spiele geremaked haben, so gut es ging, sage ich mal, und zwar Halo 1 Combat Evolved, Halo 2, Halo 3 und natürlich auch Halo 4. Und diese vier Spiele sollen eben alle für die Xbox One verfügbar sein, und sie werden herauskommen als eine Disc oder als ein gesamtes Paket, sage ich mal, am 11. November 2014 unter dem Namen Halo The Master Chief Collection. Und diese Kollektion, sage ich mal, soll ja nicht nur jetzt die Vergangenheit behandeln, sondern sie soll auch einen Grundstein für Halo 5 Guardians legen. Man soll einfach viel mehr erfahren, weil ich sag mal, das Spiel ist ja jetzt schon etwas länger am Laufen, bisher also die Saga. Und man soll einfach alle Informationen bekommen, die es so gibt, sage ich mal, um einen Grundstein oder einen großen Grundstein für Halo 5 zu haben, welches ja bekanntlich im Herbst 2015 erst released wird. Nun wird ein Sprecher namens Dan Ayoub auf die Bühne gebeten. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, ich weiß es nicht. Und er wird jetzt vor allem auf Halo 2 Anniversary eingehen. Jetzt habe ich es gerade schon verraten, egal. Auf jeden Fall wird er darauf gleich eingehen. Aber zunächst erstmal schauen wir uns doch das Main-Menü an von der Halo 2 Master Chief Collection. Ihr seht jetzt gerade den Title-Screen. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt schon der offizielle Screen ist. Auf jeden Fall so ungefähr wird das aussehen. Und es werden eben alle vier Spiele auf einer Disc verfügbar sein. Da ihr seht es gerade, Halo 1,
Halo-Zahl, man kann da oben hin und her switchen. Und weiterhin wird es eine Custom-Playlist geben, in der alle bekannten Maps aus Halos eben verfügbar sein werden und man kann sie dort austesten, die es eben ja so jemals gab und die eben richtig, richtig waren, sag ich mal. Und ja, eben jetzt kommt mein Lieblingsteil, sag ich mal, und zwar November 2014, es ist genau 10 Jahre her, seitdem Halo 2 released wurde, und zu diesem Anlass hat sich 343 Industries gedacht, dass sie auch Halo 2 remaken werden als Halo 2 Anniversary, und es wird möglich sein, zwischen der alten und der neuen Engine durch einen Tastendruck hin und her zu schwingen. Und weiterhin wird gerade der Online-Modus bestätigt. Das heißt, sowohl Halo 2 Anniversary ist endlich offiziell bestätigt, als auch der Online-Modus, und alles wird möglich sein auf Addicted Servern, was ich eigentlich richtig krass krank finde. Weiterhin haben sie noch 6 sehr bekannte Maps aus Halo 2 Anniversary geremaked, was ich sehr cool finde. Ach, aus Halo 2 Anniversary, aus Halo 2 geremaked, was ich sehr cool finde. Eine von denen werden sie jetzt eben anspielen. Und wir sehen die POV von Ghost Ayami. Weiterhin habt ihr dort Bravo und Neighbor gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie da wirklich gespielt haben. Ich mag es in Frage zu stellen, aber es soll einfach diese Action so ein bisschen anhalten. Und ihr seht jetzt, es gibt Dual Wild Modus bei diesen Automatikwaffen, sage ich mal, so wie es eben aus Halo 2 bekannt ist. Ghost Ayami ist gerade die Rocket am Aufpicken und kriegt jetzt einen sehr schönen Snipe ab. Ich stelle das ein bisschen in Frage, dass das alles gerade live gespielt wird. Aber es sieht doch auf jeden Fall schon echt geil aus, weil das eben dieses erste offizielle Gameplay aus Halo 2 Anniversary ist. Ich kann es fast gar nicht glauben, dass ich das endlich sehe. Jetzt seht ihr gerade die Jungs noch rumstehen mit den Controllern in der Hand. Ghost Ayami jetzt an der Sniper. Wir sehen es gerade im Zoom, wie sie denn aussieht. Und jetzt hast du dem Gegner einen Headshot. Ihr habt gerade vielleicht die Medaillen gesehen. Sie ähneln sehr Halo 4. Ich würde sagen, sogar sehr stark Halo 4. Was davon jetzt wirklich bleibt und was noch gemacht wird, das werden wir dann alles sehen. Aber ich kann mir die Halo 4-Medaillen recht gut für Halo 2 vorstellen. Warten wir mal ab. So, jetzt hier noch der krasse Stick zum Ende, um das Spiel eben so ein bisschen anzuhypen. Und damit ist auch, sag ich mal, das Gameplay von Halo 2 Anniversary beendet. Die gesamte Master Chief Collection wird 100 Multiplayer-Maps umfassen, wobei alle Maps aus verschiedenen Halos stammen. Das heißt, einige werden aus Halo 1 sein, andere aus Halo 2, Halo 3 und Halo 4 eben. Alle werden auf ihrer originalen Engine verfügbar sein. Alle werden in HD plus 1080p verfügbar sein, in 60 Frames per Second. Und sie werden online verfügbar sein auf dedicated Servern, was einfach nur richtig krank klingt. Und weiterhin sagt der Sprecher, dass es eben 4000 Gamerscores zu holen gibt in der gesamten Collection, weil eben Gamerscores awesome sind, so sagt er. Jetzt übernimmt Bonnie wieder und sie will über den Weg bis zu Halo 5 reden. Und zwar kann man ja jetzt nicht einfach nur die Vergangenheit sich wieder anschauen und dann Halo 5 spielen, wenn es dann endlich draußen ist, sondern es muss ja auch ein Grundstein gelegt werden, diesen Weg zu beschreiten, sage ich mal. Und zwar wird es da eine digitale Serie geben, die Halo Nightfall heißen wird, und dort wird dieser Weg zu Halo 5 Guardians hin eben beschrieben. Weiterhin wird ein neuer Charakter dort vorgestellt. Es könnte Agent Locke sein, ich weiß es nicht, aber es deutet doch einiges darauf hin, weil dieser eben auch in diesem Halo 5 Trailer erwähnt wurde. Und ihr seht, diese Serie ist bereits in Produktion, und die Bilder, die man da sieht, sehen doch schon recht geil aus. Ich bin echt gespannt. Ich werde mir die Serie auf jeden Fall direkt reinziehen. Und zu guter Letzt, ich dachte, es kann schon nicht mehr besser werden. Auf jeden Fall wird die Beta von Halo 5 Guardians auch noch rauskommen und verfügbar sein im Laufe des Monats Dezember diesen Jahres. Und das wird einfach nur richtig krank, weil man endlich wieder eine Beta hat, weil Halo Reach und Halo 4, die hatten beide keine Beta, und die Spiele sind beide recht bescheiden geworden, was ihre Popularität nach einiger Zeit anging. Und jetzt Halo 5 versucht eben neue Maßstäbe zu setzen und versucht alles besser zu machen als wie vor. Ihr seht schon, das ist eine neue Generation oder eine neue Ära des Multiplayers auf der Xbox One. 60 Frames per Second, Dedicated Server, ihr seht, ein bisschen Action, man sieht noch nicht so viel. Die wollen halt noch nicht so viel verraten, aber es ist auf jeden Fall einfach richtig krank. Und jetzt seht ihr hier eben noch die Zusammenfassung der Collection: Halo Combat Evolved, Halo 2 Anniversary, Halo 3, Halo 4, dann Halo Nightfall, die digitale Serie, und Halo 5 Guardians, die Beta. Leute, ich bin gespannt. Das ist einfach nur richtig krank, sag ich mal.